Hallo. In der letzten Folge haben die Runner gesehen, wie der Zwerg und all seine Hackerkumpanen einfach kurzerhand abgeschlachtet wurden, als sie versucht haben, ein bisschen gierig zu werden, nachdem sie die Hackerin gefunden haben, und haben sich gedacht, ja, da kann uns ja nichts mehr passieren. Und Kaban hat recht behalten. Ihm konnte nichts passieren. Jojo ist tot. Viel Spaß und bleibt geil. So, da sind wir wieder. Du bist ja auf dem Dach, Jojo überlebt erstmal aus irgendwelchen Gründen und unten die Grude freuen sich natürlich massiv. Die rennen gegen diese Barrikaden, die halt aber schon eher stabil sind. Ja. Du siehst, na klar, du siehst einen Trollghul, der einfach sich durch eine unglaubliche Menge Grude versucht zu drücken und dann immer wieder so ein paar einfach wegwirft, denn er will auch fressi. Ich habe da auch schon so einen groben Plan. Free-Fisted Monkey Style Attack? Klar, natürlich, in die Menge, yeah. Nein. Ich habe da so einen groben Plan. Der ist unwahrscheinlich gut. Und zwar, wo ist mein Auto? Na, du hast ja wegfahren lassen. Ja, also wenn ich das jetzt wiederkommen würde, also ich kann es ja theoretisch Dann mach doch mal Reaktion und Bodenfahrzeuge. Yeah. Also nur damit ich es halt, machen wir gleich. Aus welcher Richtung würde es kommen? Hier so entlang oder eher so da entlang? Habe ich diese Karte noch offen? Ich habe sie noch offen. Irgendwie hier so. Rechts. Okay. Das ist schön. Ja. Und zwar würde ich mir jetzt diesen, ich bin mir nicht sicher, wen ich von beiden nehme. Also Jojo ist relativ stabil. Naja, ja. Also ich meine, so stabil, dass du dich im Moment um andere Dinge kümmern kannst, wie zum Beispiel eure epische Flucht. Ja, ich muss jetzt gerade kurz auch mal ein paar Screenshots machen, fällt mir so ein. Ich hab das die ganze Zeit gerade vergessen. Easy. So. Also, mein großer Plan ist jetzt, die Ghule mit der Leiche, ich bin mir noch nicht sicher, von der Hackerin oder von dem Typen, ich glaube von der Tuse, die quasi einmal kurz über die Reling zu halten, also hier einmal über die Mauer, damit das Blut da unten tropft, dann sie hier lang, hier lang. Also nach oben, da oben und dann links, okay. Hier lang. Durchtropfen zu lassen. Ja. So, dass es halt immer nach unten tropft und die wissen ganz genau, hier glibs gleich Happy. Nom 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 nom. Rom nom nom, Kekse. Genau. Und sie dann runterzuschmeißen. Um dann selber quasi, ich habe leider keine Abseilhilfe mitgenommen, ich Idiot. Wie hoch war das Haus? Das ist schon ganz schön hoch. Okay, ich komme ja in das Dachhäuschen rein, also ich kann die Treppe runter. Das heißt, hier vorne waren, wenn ich mein Auto gucke, dann sehe ich hier bestimmt auch Fenster, bestimmt, ne? Hier waren Fenster. Da waren Fenster, ja. Was übrigens auch ist, links dieses Brett, ne? Jojo hat ja das obere weggeschossen, aber in der unteren Etage gibt's da ja auch noch eins. Und das Haus, was daneben ist, ist ein bisschen größer. Das heißt, du könntest dich in dem Haus halt noch ein bisschen bewegen und dann da irgendwie zum Auto gehen. Die Sache ist halt, das Haus ist halt, soweit ihr es gesehen habt, nicht gesichert. Das heißt, da könnten halt gut reinkommen. Es ist nur eine Option, die ich dir biete. Also du wolltest mir damit durch die Blume sagen, dass ich durch das Haus hier vorne... Nein, ich sage dir, dass es beides Risiken und Nebenwirkungen hat. Ja, aber du sagst quasi, ich könnte wahrscheinlich von da aus sicher nach unten kommen, sodass ich auf die Straße komme. Naja, also nein. Sicher, also in das Haus könnten halt Ghule rein, ungehindert.
aber du kannst halt dich weiter dann von dieser Leiche der Hackerin entfernen als durch das Haus halt hier. Okay. Ja, also ich nehme mir auf jeden Fall ihr Comlink und etc. mit, das muss ich ja schon mal angesagt haben. Die ganzen Giraffe, wenn die hat bestimmt einen Rucksack oder sowas, hat die ja bestimmt dabei. Wo die ihr ganzes Giraffe mitnimmt. Ja. Also, nicht hier oben. Die wäre damit ohne dieses Zeug geflohen? Was ist das für ein Hacker? Ich sag mal, vielleicht hatte sie auch erwartet, dass sie euch oben einfach beide abschlachten. Hätte ja auch klappen können, sag ich mal. Also kein Loot für die Welt. Schade. Ja, dann, also die beiden, also die eine wird auf jeden Fall erstmal kontrolliert, ganz kurz oberflächlich, ob die irgendwas dabei hat. So Comlink etc. Comlink, Pistole, Messer. Ja. Große Pistole mit viel Munition wahrscheinlich ja nicht, ne? Eine Zastava. Dann nehme ich das Magazin als Reservemagazin für mich. Jo, das ist Explosivmunition. Nimm ich. Schreib's dir auf, meiner. Er hat eine Rutscher Super Warhawk. Rutscher Super Warhawk, super. Auch mit XX? Nee, normal. Gut, dann interessiert es mich nicht. Hat er auch zwei. Der hat auch bestimmt auch einen Comlink und so weiter dabei, ne? Ja, Comlink hat auch. So. Kretzsticks und so weiter haben sie natürlich nicht. Bitte? Nochmal. Nochmal bitte. Kretzsticks? Achso, Kretzsticks. Also, wie gesagt, ich kontrolliere die einmal fix durch, ob die irgendwelche Sachen haben, die ich mal, die schnell und klein mit sind, weil ich will die jetzt gleich rüberschmeißen. Im Wert von 3000 Yen. Insgesamt. Okay, ich weiß, wie ich einen Arzt bezahle, das ist schon mal gut. Gut. Das heißt, Jojo kann ich mitschleppen, die Kleine nicht. Ja, ich hole erstmal das Auto ran. Okay, hast du das schon gewürfelt? Gewürfelt? Nee, ne? Nein. Ja, zeig mal her, das Zeug. Reaktion plus Auto. Da ist irgendwie ein Leerzeichen zu viel. Ja. Also das Auto. Es ist halt nicht nur so, dass du dein Auto ranholst, sondern es ist auch so, dass du dein Auto besonders langsam und leise ranholst und die Gude davon jetzt nicht wirklich ultra viel Notiz nehmen. Das ist unwahrscheinlich cool, weil das brauche ich nämlich gerade. Also ich hol's wirklich jetzt dahin, ne? Also wo ich sagte, so in den, ich gucke dann einmal durch die Sensoren durch das Autos und mit meiner Drohne zusammen. Wo ich denn wohl das nächste Fenster habe, was ich theoretisch öffnen kann, leise, um dann halt an das Auto ranzukommen. Ja, ist tatsächlich dritter Stock. Aber das Haus war nicht für Trolle ausgelegt, also ist der dritte Stock nicht so mega hoch. Und ich zähle das Erdgeschoss immer als ersten Stock mit, weil ich das so, ne? Und einfach deswegen, weil ja sonst die in den zweiten Stock einfach reinrennen könnten, die Gule. Aber ja, da findest du Fenster an der Ecke, ja, easy. Also es ist auch jetzt nicht so hoch, dass ich sagen würde, okay, wenn ich da runterfalle, dann sterbe ich. Nein, ich sag mal, die Frage ist, Freefall hast du immer noch nicht. Niemand braucht Freefall, habe ich schon öfter erwähnt. Du hast wie viel Schaden genommen bisher? Null. Da wirst du nicht sterben. Gut, also der Plan ist jetzt gerade meiner, dass ich mein Auto hier hinstelle und schwupp auf die Ladefläche falle mit Jojo im Arme. Achso, die Hackerin hast du jetzt schon runtergeworfen, okay. Also nee, das ist so der Plan, dass ich das jetzt mache, die ja, okay. Hackerin da runterschmeiße, Jojo auf den Arm nehme und theoretisch nach unten bringe. Dann okay. Das Fenster aufmache, gucke, ob da noch Leute, Ghule sind in Massen. Wenn dann noch Ghule da auftauchen, die mit dem Typen anleiern, quasi selbe Richtung wieder zu der anderen Leiche bringen und die da auch hin looten. Deswegen, also du willst die Hackerin runterschmeißen da links, dann willst du gucken, ob alle Ghule folgen und dann willst du noch den anderen Typen runterschmeißen, wenn es nicht reicht, sagst du. Genau. Okay, also. Second du schmeißt try. Die Hackerin runter. Ja, also ist es so, der Troll schmeißt halt die ganzen anderen Ghule weg, greift sich die Hackerin, bricht ihr Rückenmark in zwei und frisst sie. Da haben die anderen natürlich wenig von. Sie werden immer mal hochspringen und versuchen, was zu greifen und dann werden sie einfach weggetreten. Das Deswegen Gute daran ist, ja vor, wenn so ein Troll-Ghule was wegtritt, dann ist auch nicht mehr viel mit dem Ghoul anzufangen.
Gut, ne, deswegen ist es ja auch auf der anderen Seite des Hauses, damit die sich da prügeln können. Aber es wäre sicherlich sinnvoll, noch ein bisschen mehr Mahlzeiten, damit noch mehr Prügelei entstehen, runterzuwerfen. Ja, machen wir gleich. Die dürfen sich erst noch zum Prügeln um die Reste, die sie haben. Ja, dann bringe ich Jojo nach unten. Ja, durch das Haus direkt in dem Geschoss unter dir ist übrigens so ein Rucksack und noch ein Rucksack. Ja, die beiden Rucksäcke. Und eine Waffentasche. Zu viel auf einmal. Kann ich nicht alles gleichzeitig tragen, richtig? Jojo plus zwei Rucksäcke und Waffentasche? Na, gerade wenn du den Typen noch irgendwie holen willst, wird's echt anstrengend. Nee, den Typen will ich ja nicht, den lasse ich erstmal oben liegen. Erstmal will ich Jojo... Für den Sprung ist es sicherlich sinnvoll, entweder die Waffentasche oder zwei Rucksäcke mitzunehmen. Weil die Waffentasche ist tatsächlich, da sind so Gewehre drin, offenbar. Da kann man, also das ist schon viel und gut. Okay. Ja, ich nehme also Jojo mit, Waffentasche mit, postiere beides vorm Fenster, mach das Fenster leise auf. Ja. Guck nach draußen, sind da Ghule? Ja. Dann nach oben, Typ holen. Selbes Prozedere, Kille nochmal durchschneiden, damit er noch ein bisschen mehr blutet. Hier wieder hoch, ne? Etc., etc. Und wieder Richtung Pressiplatz. Ey, yo. Ein Herz für Ghule, sag ich mal. Die werden ihn einfach zerfleischen wie nix. Dann werden sich ein paar daran die Zähne ausbeißen und finden das uncool. Aber sie werden ihn zerfleischen wie nix. Ja, das ist zwar schade wegen der ganzen Kohle, die ich da gerade opfer. Wegen der Cyber, ja, aber. Schade. Ja, wenn das dann hoffentlich so gut wie alle Ghule waren, dann nehme ich noch die beiden anderen Taschen mit. Schmeiß eine Tasche nach der anderen runter und dann springe ich mit Jojo hinterher auf mein Auto. Jo. Zwei sind noch unten. Völlig easy. Ich springe mit Jojo auf das Auto. Und das gibt dem Auto den Befehl... Jetzt mach doch erstmal diese Fähigkeit. Freefall, sagst du. Ja. Niemand mag Freefall. Ich finde das eigentlich ganz gut. Das ist Konstitution und Freefall. Also diese Fläche wirklich und also so... PB minus... ich glaube 6, ne? 6? Na, was ist der normale Elementarschaden? Das ist doch minus 6, oder? Er guckt es kurz nach. Er warte bitte. Wie jetzt? Elementarschaden? Von was? Na, es gibt ja einen festen, zum Beispiel Elektroschaden, hat immer den gleichen PB in SR5. Ja. Und das ist auch der für runterfallen quasi. Ernsthaft? Ja, ja. Krass. Er guckt es nach. Ich sollte mir echt mal einfach irgendwann den Schaden pro Meter irgendwo rausschreiben, weil ich das offenbar doch öfter mal brauche, obwohl ich das nie denke. Es ist minus 5 nur, easy. Was will man mehr? Also Rüstung minus 5 plus Freefall plus Conzi. Ah ja. Also einfach nur mein Schadenswiderstand quasi. Minus 5. Achso, du hast diese Fähigkeit nicht, na dann weiß ich gar nicht. Ja, mach einfach so. Ich müsste mir nochmal angucken, wie das genau ist. Vielleicht ist es auch ohne Konzi, aber es ist völlig irrelevant. Okay. Ich komm trotzdem nicht drauf. Du kommst trotzdem nicht drauf, na hast du nicht Nein, ich meine, 20er Panzerung? Insgesamt mit Konzi? 21 Würfel Schadenswiderstand, also sprich, wären es jetzt 16. Ja. 8 Erfolge. Keine Ahnung. Ich glaube, du bist einfach auf deiner Rampe gelandet und das war relativ easy. Die zwei Ghule werden auf dich aufmerksam. Wer hätte das gedacht? Ich. Ich ziehe meine schallgedämpfte Zeste aber. Jojo, warte mal kurz. Plonk. Easy. Ja, Plonk war dieses... Ich ziehe quasi meine schallgedämpfte Zestava. Befehle meinem Auto währenddessen diesen Wegpunkt, den es gefahren ist, während ich es gefahren habe, wieder zurückzufahren. Jo, dein Auto wird relativ ruckig anfahren und dann relativ ruckig bremsen und dann irgendwie diesen Weg zurückfahren und du kriegst minus 2 auf Schießen. Läuft. Dein Pilot ist echt Bombe, ich mag den. Und ich versuche quasi, also ich richte mich quasi auf und ziele dann auf den ersten Ghoul, der mir am nächsten ist. Jo. Yay.
Was ist denn das? Ein Einzelschuss oder was? Ja, das ist die Testar, das ist die Pistole. Schallgedämpfte. Ja, das heißt ja nicht, dass du... Ach doch, du musst ja noch Waffe ziehen, okay, ja. Mhm. Jo, nee. Nee, ja. Nee, schießt einfach vorbei. Aber schließen die auf oder ist mein Auto schnell genug? Auf dem unwegsamen Gelände mit Pilot 1 ist es echt schwierig für so ein Auto. Wie schnell ist denn so ein Goal? Na, einer wird auf jeden Fall aufschließen. Dann ziele ich und schieße ich. Hau rein. Warte mal, von fahrenden Auto schießen. Na, da ist aber ein bisschen langsamer, fährt minus 2. Ja. Das sind 9K. Achso, ich hab den. Ich hab den PB nicht mit eingerechnet, warte, war falsch. Ah, ich in den ersten Wochen, okay, ich bin nett. Also. Danke. Ja. Also, ich lange das 8 von euch. 8K PB minus 1 plus meine Nettoerfolge. Also ein Nettoerfolg, also sind es einfach 8K. Genau. Ja, schießt dem Ghoul einfach einen Boskop, der fällt zurück und kreischt und versucht dann aus der Schussbahn zu kommen. Was echt langsam geht, sag ich mal. Ja, wenn... Die Frage ist, sind Ghule eigentlich Kannibalen? Also Ghoul-Kannibalen? Nein. Nee, ne? Nee, sind sie nicht. Das wäre eigentlich viel lustiger. Aber okay. Nee. Und nee. Dein Auto kann jetzt langsam wegfahren, vor allem kannst du dann oben durch die... Du hast bestimmt so eine... Obwohl dein Auto ist so groß, du kannst einfach die Tür aufmachen von der Laderampe und einfach Jojo reinlegen und einsteigen, oder? Genau, so war jetzt der Plan, dass ich das tue. Ansonsten hätte ich jetzt auch, wenn jetzt ein bisschen Platz Zeit habe zum Tun, hätte ich jetzt wieder die Eiersteuerung übernommen und wäre erstmal die paar Meter gefahren. Ja... Du bist ja einfach, dass das tatsächliche Fahren noch ein bisschen besser gewöhnt als AR, oder? Obwohl, du hast dich jetzt mit Drohnen beschäftigt. Ja, klar, easy, machst du. Ja, eben, also ich fahre jetzt einfach von der Ladeausfläche aus, scheiß was drauf und lass knacken. Ne? Also es ist so, bis ich in easy. Sicherheit bin. Und dann rufe ich quasi direkt meinen Lieblingsdog an. Sorry, the service is not available. You're in a dead zone. Ja, verdammt. Ja, ich fahre Richtung meinem Lieblingsonkel. Mhm. Ja, so, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Minuten später erst hast du dann Empfang. Ja, ich kontrolliere währenddessen natürlich immer Jojo, ne? Und sobald wir halt im relativ sicheren Gebiet sind, steigen wir natürlich auch um und ich Jojo stirbt langsam. Das war mir schon klar. Achso, ich dachte, ich sag das nochmal. Ja, und dann, wie gesagt, sobald ich halt Empfang habe, rufe ich den an. Ich näher mich einer sicheren Zone und lass mich von ihm abholen. Quasi, er soll mir entgegenkommen. Ich habe hier jemand, der stirbt. Ich gebe ihm die Vitaldaten. Wo bist du? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Ich gebe ihm nochmal die GPS-Daten. Der kriegt direkt so einen Bouncer, wo ich bin. Immer. Ich bin auf dem Weg zu dir. Hm. Hallo? Hörst du mich noch? Ja, Frau. Ja, holst du mich ab? Ich. Komm mir entgegen, die stirbt hier gerade. Ich brauche. Ja, dich. Das klingt richtig gut. Ich kann mir schon vorstellen, wie das klingt. Richtig. Mach mal Wahrnehmung hören. Minus 3. Ja. Ich krieg alles mit. Nee, ich würfel jetzt ab jetzt für dich, würde ich mal vorschlagen. Ich glaube, ich sollte das. Das Wort, was du noch verstanden hast, war Vitalwerte. Ja, kriegt er. Easy. Alles klar. Warte. Nee, wie viel Edge hast du? 3? Ich hab 3 Edge. Okay, ändert nichts. Ja, 25 Minuten. Dann wird der dir entgegenkommen. Das war das quasi, das war das Bestattungsding, ne? Ja, das der war noch der Arzt, das genau. Okay, also dir genau. Kommt ein Bestattungswagen gegen. Das ist gut, denn du hast ja quasi eine Leiche dabei. Richtig? Wow. Dann würde er quasi schnell aussteigen. So, wer stirbt? Ich zeig auf sie. Also, ne, ich bereite hier, der ist halt Medkit schon angeschlossen und das versucht es irgendwie am Leben zu halten, aber. Bringt die erstmal hinten rein. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber sie ist Magierin. Gerade ist mir scheißegal. Mir auch. Lass dein Auto hier stehen oder was?
Fahr's irgendwo hin, komm, jetzt, ich brauch jetzt deine Hände. So, das ja, ist Desinfektionsmittel, das sind Handschuhe. Ja, ich desinfiziere mich und die Handschuhe und ziehe die Handschuhe natürlich auch an und so weiter und so fort. Okay, so. Ich habe ja Ersthilfe. Er wird jetzt halt den Verband da öffnen. Das ist halt richtig gut. Ah, Gott. Die ist eigentlich schon tot. Das ist auf jeden Fall gut möglich, dass da der Hirnschaden akut ist, ne? Ja, ich weiß, aber gut. Komm, mach, was du ja, kannst. Ja, ich bin schon dabei, Mann. Halt, drück mal hier drauf. Ich drück da drauf. Oh Gott, drück da doch nicht drauf, drück mal darauf. Also die Hand schon so im Enddarm. Oh, Moment. Gut, wenn der Typ selbst von seinen eigenen Sachen angewidert ist. Nein, nein, das war nicht angewidert, das war, oh scheiße, er hat da drauf gedrückt und irgendwie sind die Organe auch mit angeschlitzt. Da sollte er vielleicht nicht drauf drücken, weißt du? Wenn man so auf eine angeschlitzte Leber drückt, das kann nicht gut sein. Das klang gerade so, oh, falscher Punkt. Doch, nicht. Warte mal, ich habe gestern Dr. Biber gespielt, ich kriege das hin. Ja, genau so. Doch, nicht den grünen gedacht. Draht, nicht den grünen Draht, nimm den blauen, nimm den blauen. Mann, echt jetzt hier. So. Oh Mann. Dann wird man das irgendwie hinkriegen, sie in ein instabiles Koma zu versetzen. Yeah, das sind ja bekanntlich die Besten. Alter, ich bin hier auf jeden Fall komplett überfordert. Die kann mir in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch verrecken. Ich weiß, du bist erst der einzige Arzt, dem ich eigentlich wirklich vertraue. Ich kann vielleicht jemanden anrufen, der ihr helfen kann. Der besser ist, aber du warst der Erste, der mir in... Ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Ich bin froh, dass wir es so weit haben, weil die... Keine Ahnung, wenn die aufwacht, ist sie vielleicht ein Gemüse, ne? Das muss man schon mal klar sehen, aber... vor allem, was weiß ich, was mit Magiern passiert, aber... Also, ich weiß nicht, ob ich die stabil gehalten kriege. Ja, also ich habe da noch eine Nummer von jemand anders, aber... keine Ahnung, den kenne ich nicht. Aber sie kennt ihn, ich glaube, sie vertraut ihm. Naja, dann musst du vielleicht... Also, ich kann ja dabei bleiben, wenn dir was macht. Und dann kann ich einschreiten, falls er sie versucht auszuschlachten oder so. Das wäre ganz cool. Ja. Also ich meine, du brauchst auf jeden Fall sowieso mehr Hände. Ja, definitiv. Ich rufe ihn erstmal an, mal gucken, vielleicht wäre ganz cool, wenn wir ihn vielleicht zu ihr bringen können, zu ihm. Kommt halt, ich weiß nicht genau, wo er wohnt. Ich muss ihn zur erstmal Not fahre ich lieber erstmal in die Praxis und du holst ihn ab. Oder so, genau. Oder sagst mir dann, wo ich sie hinbringen soll, weil das irgendwie, ich will nicht so ewig mit dir rumfahren. Ja, klar, kann ich verstehen. Ja. Ich wähle die Nummer, die ich von diesen Menschen habe. Von Dr. Ivanovic. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Dr. Ivanovic, glaube ich. Professor Dr. Ivanovic, ja. Ich habe hier eine gemeinsame Freundin, Jojo, im Auto. Ihr geht's nicht besonders gut und ich... Wo genau? Ich gebe ihm einen Ping von der Stelle, wo wir gerade sind. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg zu einem Mediziner. Ja, ja. Allerdings hörte ich sie in größten Tönen von ihnen sprechen. Dementsprechend, da sie ihnen anscheinend sehr vertraut, wollte ich ihn in ihre Obhut geben. Selbst, wenn es denn geht. Ja, Vital natürlich. Brauchen Sie die wahrscheinlich? Brauchen Sie wahrscheinlich. Ich übermittle sie ihm mal. Ist oha. Richtig, sehr kritisch. Nun, du hörst, wie er erstmal aufsteht. Ja, es ist mir durchaus recht bewusst, dass ich ihn gerade geweckt habe. Da ich selbst über keine Räumlichkeiten verfüge, wenn Sie mir einen Ort nennen, dann würde ich nur allzu gern mich dort zeigen. Ich würde etwas mitbringen, ein Gerät, das ich für eine Sicherheit. Was genau sind das für Verletzungen? Welcher Art? Messer. Stiche. Ich kann sie auch eben kurz einmal weitergeben. Dann können nein, das wird Messer, Stiche, Schnitte. Gut, das wird nicht nötig sein. Ich verstehe. So wie ich das gesehen habe, war, glaube ich, der Darm angeschlitzt.
Ich werde dorthin kommen. Okay, ja. Mit der Einverständigung von meinem in der Connection gebe ich halt natürlich die Nummer, die Adresse quasi an den anderen weiter. Ja, das ist okay. Ja. Jo, ihr fahrt die dahin, dann wird die irgendwie ausgeladen. Fällt halb auseinander dabei. Mhm. Weißt du, das ist wie so eine. Wie so eine, wenn du dir im Laden fertigen Pizzateig kaufst, ne? Ja. Dann rollt er sich doch so lustig ab. Du musst dir vorstellen, als wäre Jojo ein Spiralbruch irgendwie. Das ist so nicht, aber ich meine, die hat halt einen riesigen Schlitzer und das geht halt auch. Das ist halt alles nicht schön. Wunderbar. Und dann wird sie halt da erstmal irgendwie notversorgt. Dann kommt irgendwann ein bisschen später Professor Dr. Nikolai Ivanovic. Mhm. Wird erstmal sich da schön die Nase rümpfen, wenn er dieses Dings betritt und sich umsieht, was da nun passiert ist. Dann wird er halbherzig den anderen Doktor begrüßen und er natürlich erstmal alles neu machen. Vermutlich wird es dann nochmal zu einer Operation. Der war auch nicht schlecht, aber Professor Dr. Nikolai Ivanovic erwartet immer, dass die anderen viel schlechter sind. Vor allem, weil er, also ich meine, Neurochirurgie ist ja halt sowieso der King und da ist er immer noch sehr, sehr gut. Und da wird es vermutlich mal zu einer Operation kommen mit den beiden, wo du aber auf jeden Fall nicht beiwohnen wirst. Ja, ist klar. Im Normalfall würde ich sagen, du musst dich auch ausruhen, weil du ziemlich zerfickt bist, aber du bist ja einfach nicht zerfickt. Tut mir leid. Weißt du, ich werde jetzt einfach nur noch solche Typen machen wie heute, aber die gehen komplett alle auf dich und Jojo hindere ich nur daran, dir zu helfen. Genau das werde ich tun. Das gefällt mir, ich finde das gut. Da kommt einfach ein Geist und sagt, ey, ich will dich nicht verprügeln, aber ich wurde angewiesen, wenn du dich einmischst, dann soll ich, okay? Also komm mal ohne Runde Schach spielen jetzt. Wenn das so weitergeht, werden das vermutlich entweder ihr Bruder, ihr Vater, beide oder die gesamte Gang sowieso von Angie für sie anmieten. Weiß nicht, kann schon sein, ja. Bloß wenn der halt verkackt, na gut, wenn die verkackt, ist genauso doof. Diese Operation wird ein bisschen dauern. Du bist wenigstens zumindest erschöpft, würde ich vorschlagen. Ich bin völlig unter Stress, weil erstmal A, lass mir Drogen und B. Ja, wenn die Drogen abklingen, das hatte ich natürlich wieder vergessen, aber das wird natürlich auf der Fahrt passiert sein, was dann nicht mehr so schlimm ist. Ich könnte mal kurz würfeln, einfach aus Prinzip. Stimmt, bei Jojo sind die Drogen ja auch irgendwann weg. Oh, so, okay. Das ist haben sie wahrscheinlich ein richtig guter Leben, Crash. Die müssen sie sofort rausgefiltert haben, die Reststoffe, weil das sie sonst völlig zerstört. Ja, obwohl, das ist doch egal eigentlich. Die Drogen werden sie wahrscheinlich am Leben erhalten haben, weil der Körper so auf Pump ist, dass er... Ja, die Drogen müssten sie dann einfach super schnell verblutet lassen haben. Nö, nicht zwingend. Wieso? Da wird doch dein ganzer Kreislauf einfach brutal angehoben. Naja, aber das ist gar nicht so schlecht. Also das ist halt... Es kommt halt drauf an, weil die Gerinnungsfaktoren, die funktionieren ja trotzdem und das Adrenalin hält jemanden echt am Leben, also... Nein, warte, ich gebe euch vollkommen recht. Was wir heute gelernt haben ist, Drogen retten Leben. Bildungsauftrag heute abgeschlossen. Genau. Keine macht den nüchtern. So, also, bei dir würde es halt dazu führen, dass du euch plötzlich fühlst, als hättet ihr einfach einen Troll mit Springerstiefeln in die Eier getreten und in die Magengrube. Mhm. Einfach, es ist komplett wie einfach, als hättest du 4 Tage durchgemacht im Wesentlichen. Schön mit so ein bisschen Schweiß und Hände zittern und so, ist alles ganz okay. Das heißt, wenigstens konnte ich dir heute ein bisschen was reinwirken. Ich bin ja sehr stolz auf mich. Und das hat er sich selbst reingewirkt. Nach Stunden kommen die dann beide raus. Und? Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es sicherlich irrig, irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Die Operation ist so gut verlaufen, wie sie hätte verlaufen können. Ich bin kein Chirurg. Ich bin auch kein Fleischer. Ich denke, das wurde ganz gut gemeistert. Auch ob den Umständen, ja, so ein ganz minimaler Seitenblick auf deinen Doc, den dein Doc nicht mitbekommt. Ich denke, in den nächsten Tagen wird sich herausstellen, wie sich die Sachlage weiterentwickelt. Ich habe schon mit meinem Kollegen abgesprochen, dass ich für diese Zeit hier verweilen werde. Und meine Bezahlung gering ansetzen werde aus. Ihnen dürften die Gründe sicherlich bewusst sein. Es geht nur um Verbrauchsmaterialien im Wesentlichen und Dinge, die ich vielleicht noch beschaffen müsste, Gerät. Und der
dergleichen mehr. Sie können hier nichts tun, Sie können genauso gut nach Hause gehen. Haben Sie irgendwelche Verletzungen davon getragen? Nur ein paar blaue Flecken. Nun, das ist nichts, worum ich mich zu kümmern gedenke. Das können sicherlich, vielen Dank. Er geht da wieder rein zu Jojo. Also, Junge? Danke. Nee, der Typ. Also, ja, ich weiß auch nicht, was da mit dir jetzt wird, ne? Das kann ich mir vorstellen, so zerfickt wie die war. Da waren ziemlich viele Nano-Tattoos. War das ein Gang-Tattoo? Ja, war's. Das hätte man vielleicht vorher erwähnen können. Aber ist okay, weil es ging erstmal um das Leben. Ging um das Leben. Ich werde die Jungs auch informieren. Nee. Solange die hier liegt, wirst du niemanden informieren. Habe ich keinen Bock drauf, Alter. Wenn die mir stirbt, dann reißen die mir die Eier ab, Alter, und stopfen die mir ins Maul. Ja, okay, stimmt, hast recht. Das muss niemand erfahren. Und so weiter. Okay, klar, sorry. Nächstes Mal sag ich dir... Also... Ich meine, kommt die Gang zu dir als erstes, wenn die verschwunden ist, nicht, oder? Nicht unbedingt. Aber möglicherweise, ich hänge öfter mal mit ihr rum. Und die wissen das. Also ich habe halt echt keinen Bock, dass die hier auftauchen und sagen, yo, wir gucken uns das alles an, was du machst, und wenn du irgendwie dich dumm bewegst, dann machen wir dich kaputt. Ja, es wird schwierig. Also die werden auf jeden Fall bei mir vorbeikommen, denke ich. Ach so. Ich muss auf jeden Fall mit denen sprechen. Ich muss ihnen auf jeden Fall sagen, dass sie in Sicherheit ist. Oder auch nicht. Für 2 Tage wird das vielleicht noch klappen. Wir werden sehen. Also ich sag mal, du wurdest ja auch so massakriert, dass du die nächsten 2 Tage auch noch nichts machen kannst, wie zum Beispiel Leute Bescheid sagen. Darauf könnten wir uns erstmal einigen. Ich kann dich auch gern verprügeln, wenn dir das hilft. Hey, komm. Das tat weh. Das tat weh. nee, passt schon. Das ist, die werden jetzt nicht heute sofort nach ihr suchen, denke ich. Passt schon. Und wenn was ist das für eine Gang? Das sind die Falkens. Jo. Alles klar. Passt. Easy. Ist nichts Rivalisierendes, oder? Irgendwie, dass du irgendwie wo nee, das, ist? Nee, das nicht, aber es ist halt eher so schon große Gang mit. Schon, Bygon, ja, und sie hatte auch relativ guten Fuß drin. Ach so. Aber macht immer ja, keine klar, Sorgen. Die Gangmagierin, was habe ich mir eigentlich gedacht? Na klar. ich regel das mit denen, das ist nicht das Problem. Ja, ja, die nächsten 2 Tage bist du ja noch kaputt. Die nächsten 2 Tage ist es okay und dann wissen wir ja schon mal. Und dann gucken wir mal, was sie die nächsten 2 Tage macht. Genau, wenn es dann schlecht ist, dann... Ja, also ich meine, überlegen. Sie könnten auch, ich könnte glaube nicht, dass die einen Arzt haben, der besser ist als der Typ da. Weil das glaube ich auch nicht. Der weiß halt so Dinge. Anatomie zum Beispiel. Ja, nee, es ist, die hat auch, die hat ihn auch immer in höchsten Tönen gelobt, quasi, wenn die über den geredet hat. Das passt schon, also die vertraut ihm auch. Also, das. Sein Können ist fast so groß wie sein Ego, glaube ich. Oh, bist du ja sicher, der kommt mir ein bisschen arrogant vor. Bin mir relativ sicher, ich war relativ lange mit ihm in einem Raum. Okay, cool. Sagst du, muss ich nächstes Mal zu ihm gehen, ne? Ich glaube nicht, dass du dir das leisten kannst und der hat ja offenbar keine Praxis oder sowas. Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, was da gerade los ist. Die Sache ist, ich wüsste irgendwie wenigstens mal einen Hirnscan oder sowas, weil wenn du sagst blaue Flecken, nicht, dass du dir irgendwie doch ein bisschen einen Kopf gestoßen hast oder sowas, keine Ahnung. Naja, passt schon. Ich habe nichts abgekriegt eigentlich. Ich habe so ein, ach, der Typ hat versucht mich zu treffen, aber meistens habe ich eigentlich abwehren können. Na, dann ist ja okay. Willst du hier pennen, oder? Da ich nicht in die Ganggebiete des Falkens möchte, jetzt gerade, ja. Ey, der kannst du outgame, dein Haus ist auch nicht in deren Ganggebiet. Das ist ja egal, da werden die als erstes gucken.
Naja, vielleicht als zweites. Was der für Schiss hat, dabei machen die Jungs ja nichts. Hä? Das weiß ich doch nicht. Also ich sag mal ja, so, okay. Wenn die ankommen und der sagt, ja, ja, die ist ja seit ein paar Tagen, dann machen die aber schon was. Ja, okay. Die werden sehr sauer werden. Wenn ich sage, okay, die war beim Doc, war nicht ansprechbar, ja, mir ging es auch nicht so gut. Einfach eine Nackenklatsche, die befördert dich nach Paris und dort ist die Baguette. Da kriegst du dann den Schaden, den er während des Kampfes nicht bekommen hat. Das ja. Ist ja eigentlich echt gut. Ich krieg doch meinen Schaden, wo es nicht. Hast vielleicht wenigstens ein schlechtes Gewissen, das ist auch okay. Ja, es ist, ich bin da so einer Zwickmühle zwischen Falcons, zu denen ich ja relativ okay stehe durch Jojo und meiner Connection, die nicht will, dass die den Arsch aufreißen. Und das Ding ist, egal was Jojo sagt von wegen, ja, das sind eigentlich echt solide Bros und auch egal, ob die wirklich auch mal zu Leuten in ihrem Turf-Netz sind und ihnen auch helfen und sowas ja zum Teil auch tun und nicht gleich jeden einfach zerschließen oder so. Die das Ding ist, wenn der Doc sie sterben lässt, egal was sie dir erzählen, die zerhacken den halt wirklich. Ja. Da denkt man nicht gleich sofort nach. Da spannt man den hinter das Motorrad und gibt Gas. Eine Gang ist eine Gang, bleibt eine Gang. Das könnte vielleicht passieren, aber das steht im Kleingedruckten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach zu 100% passieren würde. Das steht im Kleingedruckten. Ja, aber ja. Man kann lesen. Stand in den AGBs. AGBs liest sich aber niemand mehr durch. Aber die hat der Doc nicht unterzeichnet. Aber ich habe sie gelesen. Ich lese AGBs während meiner Freizeit. Ich mach das auch. Ich weiß nicht, was du hast. Also einfach Fertigkeit AGBs von mir gesponsert. AGBs-Leser. Naja. Okay, Jojo kriegt Spezialisierung Gesetzeskenntnis auf AGB. Wieso kriegt Jojo das? Das kriegt Deli. Naja, aber ich kann ihm keinen Skill geben. Du kannst ihm... Achso. Das wäre halt... Ich gebe dir die Wissensfertigkeit AGBs. Gesetzeskenntnis wäre halt echt dumm. Aber du kriegst AGBs. Sie auf zwei, denn das ist ja eine Hobbyfertigkeit. Darum auf dem Teppich bleiben. Warte mal, AGB spezialisiert... Nee, eins und spezialisiert auf... Was für AGB liest du am liebsten? Natürlich Apple, nein. Software. Hm? Software oder was? Ja, da ich auch viele Spiele kenne, ne? Okay, also AGB spezialisiert auf Software. Herzlichen Glückwunsch. Pass auf, irgendwann brauchen wir das. Und dann fragt er sich, hä? Ihr brauchtet bisher immer alles und ich finde das ja auch schön. So. Ich sag mal so, eh die wieder zu gebrauchen ist, dauert das? Ja. Eher lang als kurz. Eher ja. Tage vermutlich, bis sie überhaupt mal wach wird. Na, du bist erstmal in einem instabilen Koma. Keine Ahnung, was da so los ist. Ich lebe in meiner eigenen Welt. Nee, nicht mehr so. Ich sterbe in meiner eigenen Welt. Das darüber kommt. Das ist mehr. Nein, ich lasse mich natürlich auch meinen Routine-Check machen von meinen ganzen Cyberwerk, wenn ich sowieso gerade da bin. Easy. Du bist quasi völlig unverletzt. Ja. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Es ist so Mitternachtssport für mich. ich check auch mal. Aber, weißt du dann, bist du da Penja, ne? Ja, aber vorher möchte ich noch was tun. Du haust dir volle Kanne am Türrahmen den Kopf ein. Bam! Ja, würfel ich runter mit meiner 7 Kunsti. Das ist Monofilament-Ecken. Oh, Alter. So. Ich wollte noch dafür sorgen, dass die Comlinks aus sind. Ja, das ist alles auf dem Weg passiert, das ist mir klar. Dann wollte ich mal die ganze Ausrüstung checken und kategorisieren quasi, die ich damit gelootet habe. Katalogisieren, so heißt es. Aber ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Ja... Kriegt übers Forum. Sehr gut. Sehr schön. Dann frage ich natürlich erstmal den Doc, was er an Geld kriegt. Ein Tausender. Kriegt er sofort? Ich meine, ihr habt ihm ja sein scheiß Leben gerettet. Ich frage den anderen Doc, was er will. Dasselbe. Jo. Kriegt er? So. Das wird mindestens 10 Tage, ne? Bis die überhaupt aufwacht. Aber ich kann nach 2 Tagen, weiß ich, hopp oder top? Weiß ich das dann nach 2 Tagen? Kann man mir das so sagen nach 2 Tagen? Nee. Vielleicht nach 3 Tagen? Nach 4. Und dann weiß ich hopp. Und nicht, oder dann top. Weißt du hopp und wenn sie aufwacht, ist sie
Bestimmt nicht mal an Gemüse. Okay, also die ist also... Und die Reha wird nur 1000 Jahre dauern. Okay, also das heißt, mit diesem Wissen kann ich dann mit meinem tollen Kumpel reden und sagen, darf ich den Leuten jetzt Bescheid geben, weil sonst drehen die wirklich am Rad. Ja, aber ich wusste nicht, dass sie eine Gängerin ist. Natürlich nicht. Okay. Das ist kein dann Problem. Und ich das. war auch kurzzeitig auf. Ja, du warst 2 Tage kaputt, ja, ja. Läuft. Gut, gut. Gut. Gut, dann rufe ich doch mal ihren tollen Bruder an. Du hast ja aber auch echt einen besten Kandidat dafür ausgesucht. Ja. Es gäbe bessere Varianten. Was willst du denn, Schweinebacke? Das ist richtig, aber das ist die einzige, die ich kenne. Hä? Du hast doch auch noch... Da sind Nummern in ihrem Comlink. Das ist aus, verdammt. Das ist aus und zweitens ist es ihr Comlink und, ne? Also. Hätte ich keine Nummer gehabt, wäre ich hingefahren und hätte mit den erstbesten Felken gesprochen. Ey, du? Was willst du denn, Schweinebacke? Ich bin gerade beim Doc mit deiner Schwester. Oh. Ich gebe dir die Adresse. Es geht ihr nicht besonders. Piep. Ich schreibe mir Text nachher. Es geht ihr nicht besonders. Ist aber alles über den Berg. Jo. Also, da wird so 40, 50 Minuten später ankommen. Wahrscheinlich mit ein paar mehr Leuten. Nee. Ganz entspannt, ganz sophisticated. So. Wo ist meine Schwester? Ja, du kannst da noch nicht rein. Das ist gerade eher schwierig. Was willst du? Was er dir sagen wollte, ist, dass es ihr nicht gut geht. Und dass es jetzt schwierig wäre, da reinzugehen. Aber ich glaube, brauche ich einen Übersetzer, Alter? Fickt euch. Ihr schubst euch beide weg und geht da rein. Ist okay. Also solange er meine Connection nicht zu gefährlich anpackt, ist das okay. Er schubt euch halt so weg, wie er euch wegschubben muss. Der ist ja eher leicht. Ist ja ein Mensch, ne? Ja, also ich würde quasi mich so dazwischen stellen, dass er ihn halt, dass er mehr mich wegschubst als meinen Menschen. Ja, der nimmt jetzt nicht die Arme, streckt sie aus und bucht euch gegen die Wand, sondern der muss ja eigentlich nur gerade auslaufen und dich ein bisschen schuppen. Das ist ja alles nicht mal. Ich würde ihm sogar aus dem Weg gehen, weil mir ist es egal, okay, ob er durchgeht. Ich will nur, dass er nicht meine Connection abhakt. Jo, der wird dann da drin ganz entspannt 5 Minuten verweilen. Dann wird er rauskommen. Dann wird er den Medizinschrank von der Wand reißen und auf den Boden zerklatschen. Dr. Ivanovic war auch schon hier. Dann wird er, da ist irgend so ein Wagen mit medizinischem Gerät und Medikamenten und so, den wird er erstmal durch den Raum kicken. Okay, ich werde zerbersten. Ich werde zu dem gehen und den aufhalten. Werdet euch also prügeln. Ist okay. Jeder braucht ein Ventil. Ja, ist völlig in Ordnung. Ich werde ihn dazu bringen, dass er halt quasi mich draußen verprügelt. Ja. Ich sag mal, kriegst du irgendwie hin. Ja, das ist so nicht das Problem. Also ich halte ihn halt so erst mal so, ey, Junge, beruhig dich. Und wenn er dann auf mich zukommt, dann gehe ich halt zurück, sodass ich nach draußen gehe. Und wenn ich dann draußen stehe, dann kann er ja loslegen. Punch, Herbert. Ja, dann würde ich auch zurückschlagen, so ist das nicht. Aber drin würde ich nicht anfangen. Das ist ja okay. Dann werdet ihr euch verprügeln. Es läuft. Ja, denke ich auch. Kann ich um? Der Doc ist ja in der Nähe. So, dann machen wir gleich mal einen nächsten Scan, würde ich sagen. Hast du ja wieder ein paar blaue Flecken abbekommen. Siehste. Ja, und dann wird er irgendwann auch wieder... Wie gut schlage ich mich gegen ihn? Also ich meine, ich denke, ihr seid... Ich müsste mal kurz deinen Charakterbogen angucken. Also ich meine, wir müssen das jetzt nicht auswürfeln und etc. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall, aber... Oh. Aber ich bin... Ich denke, er wird von den Attributen ungefähr gleich sein. Er hat auch Panzerung tatsächlich, der Malpanzerung, aber er ist halt einfach geübter im Prügeln tatsächlich als du. Okay, ja. Weil ich meine, es ist halt ein scheiß Gänger, der prügelt sich den ganzen Tag. Ja, ich würde auch eher so relativ defensiv kämpfen, so quasi, dass er halt seine Aggression abwirft. Ach so, okay, gut, dann bist du nicht mein geeignetes Ziel. Das heißt, er wird dann relativ schnell dazu übergehen, einfach draußen die Umwelt zu zerhacken. Ja, also nicht auch Menschen, sondern vor allen Dingen Gegenstände. Und die Menschen gehen dann ja eh auf die andere Straßenseite und das ist dann wieder zu weit, weißt du? Aber einfach. Ich würde halt definitiv kämpfen, aber ich würde ihm nicht ungeschoren davon lassen. Das ist so, wenn er mir meine verpasst, verpasse ich ihm auch eine. Aber ich meine, das ist eher so defensiv von wegen so, ey,
wenn er aufhört, dann hau ich da nicht noch drauf. Achso, okay. Naja, dann alles safe. Dann verprügelt ihr euch gegenseitig. Läuft. Dann wird er einfach wieder reingehen. Dann wird er den Doc ganz höflich natürlich in ruhiger Stimmlage und mit Milde auch befragen, wie die Situation seiner Schwester sei, was man in Zukunft erwarten könne. Dann wird er ihm ebenso ruhig erklären, was die Konsequenzen sind, falls irgendwas schief geht. Ja, also eigentlich so, wie man es erwartet hat. Er wird das auch wortreich untermalen tatsächlich. Er scheint da doch sprachlich begabter zu sein, als man das auf den ersten Blick irgendwie so hätte erkennen können. Schön. Vor allem die Synonyme für Penis und Hoden sind tatsächlich vielseitig. Ja, und die Verwendung derer. Ich würde sogar irgendwann intervenieren und ihm sagen so, ey, er hat ihr das Leben gerettet. Jetzt pass mal auf, du kleiner Schwanzdutscher. Was willst du? Was hast du dir eigentlich gefunden? Willst du dir noch eine Abreibung holen? Was? So, also. Sie lebt, weil er da war. Jetzt droh ihm doch nicht. Sie wird durchkommen. Hm? Was ist eigentlich los gewesen? Wir haben was geklärt. Du wirst den Mund aufmachen und sprechen. Oder du wirst den Mund aufmachen und meinen Schwanz so tief in deinem Hals haben, bis du dran erstickst. Ich guck eben kurz zu meiner Connection. Können wir eine ruhige Minute haben? Nee, geh doch mal was anderes machen. Gut, danke. So, sobald er den Raum verlassen hat, wir haben die Sache mit einer alten Feindin geklärt. Ich weiß nicht, ob Jojo dir das erzählt hat. Warum, wieso stehst du hier, als wäre nichts gewesen? Weil ich einfach mehr aushalte. Du hältst auch mehr aus als sie. Ja, du verpisst dich jetzt besser. Ich würde sagen, du beruhigst dich erstmal. Was? Du verpisst dich jetzt besser. Ich weich nicht von ihrer Seite. Und ich weich auch nicht von der Seite meines Freundes, der ihr Leben gerettet hat, wenn du hier so einen Terror machst. Wir bringen die hier eh weg. Abgesehen davon, habe ich gerade gesagt, und ich denke, ich war deutlich, dass du dich verpisst. Jo, dann werdet ihr euch also nochmal prügeln. Ja. Das ist doch nicht das Problem. Dann werden ein paar andere Gänger kommen. Wird er so mittelmäßig mal interveniert. Eigentlich kann man ja, weißt du, man kann euch auch anfeuern, das ist okay, aber machen sie diesmal nicht. Das ist nicht so der gute Move. So mittelmäßig intervenieren. Kriegst du noch einen Keks dafür, dass du, weißt du, du kriegst tatsächlich einen Keks, einen wahrhaftigen dafür, mit Candice, mit Glasur und Puderzucker, weil du halt der Erste warst, der sich mit Blatt abgeben durfte, ob dieses wunderbaren Ereignisses, und dann werden sie sie verlegen wollen, dann wird Professor Dr. Nikola Ivanovic irgendwann mal ein ruhiges Wort mit einem reden, der, ruhige Worte versteht von denen und das dann auch an die anderen übertragen kann. Sie wird also dann nicht verlegt. Da werden sich einfach vier Leute erstmal einquartieren und die Bude zu ihrer machen. Dann kriegt der Doc auch nochmal noch ein, leider kein Bierchen, der kriegt ein Malzbierchen ausgegeben, denn bei der Arbeit, das macht man ja nicht. Sie werden ihn noch ein bisschen was bezahlen, einfach deswegen, weil er jetzt keine anderen Patienten mehr haben wird, solange sich nicht um die angemessen gekümmert wird. Ja, und weil der halbe Laden zerrumst ist mittlerweile wahrscheinlich. Hey, ja. Und dann wird dir auch bedeutet, dass du vielleicht gehen solltest, weil du einfach ein Faktor bist, der dazu führt, dass Vlad den Laden zerrumst. Und die anderen schon aufpassen, dass er nicht den Doktor kaputt macht, der dafür sorgen muss, dass die Ader da nicht wieder kaputt geht, weißt du wie. Ja, also ich halte mir quasi das Eis noch aufs kaputte Auge, während ich dann dem Doc nochmal hier so für die Schäden, dem nochmal ein Kretzstick in die Hand drücke und halte mich auf dem Laufenden. Ich glaube, ich gehe besser, sonst reite das nicht. Also solange die beiden alten Typen da sind, ist glaube ich alles safe. Okay, gut. Passt schon. Ja, also da gehen die nächsten 1000 hin für seine Schäden an dieser Putze.
Du weißt schon, dass die eben nochmal 2,5 gegeben haben, ne? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, du weißt das. Also ich meine, die haben gesagt, hier, du hast keine anderen Patienten mehr, die da, die schickst du weg, die will gerade reinkommen, hier hast du 2,5k. Das ist für die nächsten 2 Tage und wenn das länger dauert, dann kriegst du halt nochmal was. Okay, dann kriegt er halt nichts mehr. Sehr gut. Na gut. Und speichert mein Geld. Ja, ja ist ja auch richtig. Ja. Das ist witzig, das ist das Geld, was Jojo irgendwie immer so, weiß ich nicht, wie viel das waren, irgendwie 10% oder sowas oder 40% an die Gang bezahlt hat von ihrem Run-Geld. Das kriegst du jetzt quasi in Arztrechnung wieder. Es hat sich alles gelohnt. Investitionen für die Zukunft. Ja. Alles die gut. Krankenkasse, Mensch. Quasi meine Krankenkasse, ja. Klasse. Ja, ich würde dann quasi auch mit blutiger Lippe und blauem Auge abhauen. Ja, eher so angeknackster Lippe und ausgekugelten, kurzzeitig ausgekugelten Schulter. Rippe. Ja. Rippe, habe ich gesagt. Passt schon. Nix ist so gut wie ein guter Kampf. Ja. Und würde mich dann quasi zu Hause hinsetzen bei einer guten Freya. Der musste sein. Wenn ich mich jetzt zu Freya begebe mit dem Gesicht, das ist gar nicht gut. Ich setze mich zu Hause hin bei einer guten Freya, die für mich kocht. Nein! Setz dich zu Hause hin und versuchst dich irgendwie zu entspannen. Ich hab noch ein Date mit der? Och ja, scheiße, ich hab noch ein Date mit der, oh Gott. Ihr hattet, glaube ich, noch keins ausgemacht. Doch, wir hat noch ein zweites ausgemacht. Na, ich weiß nicht, ob das schon ausgemacht hattet. Das hatten oder... sie schon ausgemacht. Das war irgendwann Anfang Mai. Es war 10 Tage nach dem... ist auf jeden Fall, dann hast du auf jeden Fall noch ein schönes Gesicht, sag ich mal. Läuft. Easy. Wir treffen uns ja bei ihr, hä? war das so? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir wollten irgendwie einen Film gucken oder sowas, war das, glaube ich. Ich meine mich auch an sowas zu erinnern. Film. Und da wolltet ihr echt zu ihr, ja? Ja, ich glaube, Karman wollte was kochen. Genau. Das ist ja aber echt gefährlich. Na gut. Wieso? Ja, Leute, ja, für sich einzuladen, am Ende wirst du die nicht los. Pui. Ihr kocht, ihr unterhaltet euch gut. Sie wird natürlich besorgt, mitfühlend nachfragen, was zur Hölle da eigentlich los ist bei dir. Das ist jetzt interessant zu hören, was da so die Antwort ist. Ja, Arbeit halt, ne? Das war halt so ein böses Viech. Das stimmt sogar. Das ist quasi wie ein Berserker auf mich losgegangen. Das ist Wahnsinn. Ach so, ich dachte mir, das wären eher so Krallenspuren und sowas. Ja, es kommt drauf an, was für eins war. Das war halt so ein. Also die Krallenspuren, die siehst du halt nicht so wirklich. Ach so. Das hat sich schon mittlerweile ein bisschen verbessert, aber halt, ne, hier die geprellte Rippe, ne, das ist halt durch eine Pranke passiert. Sie wird natürlich mit großen Augen fragen, ob sie dir Wassersalbe auf die Stellen. Ja, darf nein. Ich... Oh. Nein. Aber... Nimmer nie darf ich versorgt werden. Sie wird sich aber nett um dich kümmern, weißt du, du musst da nicht so oft aufstehen, sie wird dir beim Kochen so viel helfen, wie sie kann. Ich meine, die kann einfach nicht kochen, also, ne, aber so die Handgriffe kann sie halt machen. Sie darf halt Zwiebeln schälen quasi. Und sie wird dann sehr... Bringt die Weiber schon wieder zum Heulen. Ja. Und sie wird dann, sie wird sich generell gut um dich kümmern. Da du ja tatsächlich jetzt so schlimm geschunden bist, wird sie dich nach dem Film nicht nach Hause schicken. Ne? Weil das wäre tatsächlich ja einfach total unmenschlich. Es gibt ein schönes Sofa. Sie ist so nett. Du darfst in ihrem Bett schlafen. Sie schläft auf dem Sofa. Ernsthaft? Weil du ja so kaputt bist. Ernsthaft? Sie darf auch neben mir liegen, das ist es nicht. Das ist die Frage, ob du dir das vorschlägst. Sie muss nicht auf dem Sofa schlafen, also... Also schlägst du ihr das vor, meinst du? Ja, ja. Okay. Ja, na klar. Easy. Dann werdet ihr zusammen in diesem Bett nächtigen. Ja, ist übrigens ganz hervorragend. Das ist ein Einzelbett. Du bist ein Ork. Sie ist nicht klein. Das wird also gut funktionieren und auch sehr bequem sein. Aber was nimmt man nicht in alles in Kauf für die Liebe? Ein bisschen und mit Liebe gekuschelt, man nicht genau. Stich, den du das aber noch nicht hast. Ja, das ist okay. Aber es wird wahrscheinlich auch unwahrscheinlich nicht zum Schlafen führen, weil ich eine geprellte Rippe habe und sie die ganze Zeit dagegen kommt. Sie. Juhu. Ja, das habe ich mich auch gefragt, wer zum Teufel hat ein Einzelbett, ja. Kleine Wohnung, wenig Geld. Ja. 1,40er Bett passt überall rein. Richtig. Na, aber selbst wenn das ein 1,40er Bett ist, er ist ein Ork.
Er hatte einen Brustkasten, der ist schon 1,40. Das glaube ich nicht. Da glaub hast du aber noch keinen richtigen Ork gesehen, das sag ich dir. Das stimmt. Sind ja auch der Typ, nicht. Der hat Konsti 7, ja. Der legt sich ins Bett. Da ist einfach nichts mehr zu sehen vom Laken. So ist das nämlich. Da liegt Freya ja nicht mal weich. Ja doch, auf mir. Da liegt sie ja nicht mal weich. Na, das kommt drauf an. Mittelmäßig. Weil Muskeln sind immer noch relativ weich. Da ist die angeknackste Rippe, die gibt nach. Ja, da ist die angeknackste Rippe, die geht nach und bohrt sich in seine Lunge. Carbon ist auch tot. Verbrennt man bitte Edge. Läuft. Jeder verbrennt heute Edge und wenn ich hier Schaden reinwürge, dann durch Freya. Easy. Natürlich. Nee. Ja, also Stich wird's noch nicht. Aber immerhin, du bist einen Schritt weiter. Ja. Glückwunsch. Läuft. Second Base, yay. Second Base weiß ich noch nicht. Second Base, war ist, Second Base. Gott, zieht die sich. Second Base sind Brüste, soweit ich weiß. Second Base, war das nicht Hand oder Klamotten oder sowas? Ja, Brüste halt. Hey, das, entschuldige bitte, die sehen sich das zweite Mal. Und ich bin schon im Bett. Das ist schon... Immerhin. Ja, weißt du, es gibt halt solche und solche. Jetzt noch ganz andere. Das sind die schlimmsten. Easy. Hast du wenigstens auch noch was Schönes gehabt? Jojo hat ja auch was Schönes, quasi süße Träume. Ja. Ist top. Und dann können wir jetzt auch den Spielabend knallhart beenden. Könnte man tun, ja. Werden wir auch tun, würde ich sagen. Easy. Ja. Sie wird dich, früh wird sie übrigens, bevor du wach wirst, dann wenigstens schon mal das Frühstück auf dem Tisch haben. Und auch nochmal extra einkaufen gewesen, weißt du, damit du auch schön umsorgt wirst. So nett ist sie ja. Also ist das ein Keeper. Ja. Das läuft. Ja, schön. Sehr gut. Achso, was haben wir heute gelernt? Drogen sind gut. Dass Deli ab jetzt für mich würfeln wird. Nein, Drogen retten Leben, genau das. Richtig. Wir müssen die Botschaft ja nochmal wiederholen. Ja, und das Schöne ist ja, das ist ja sogar wahr, weil hätte ich diese Drogen nicht gewürfelt, hätte ich ja keine 28. Dann wärt ihr beide schon einfach viel gehabt. Schneller tot gewesen. Ja. Ja. So, Carbon hat also doch noch Schaden bekommen. Ne? Anders geht's ja nicht. Der muss ja auch mal ran und ansonsten ist halt immer ganz praktisch, wenn du das Ganger zu deinem Doc nimmst, da kann der einfach, der wird dich danach ziemlich gut leiden können. Zum Glück war es eine etwas höhere Loyalitätsconnection und zum Glück ist Carver sonst so netter, aber sollte man vielleicht nicht immer machen. Nee, sollte man nicht. Und dann halt Date Freya, weil so, ne? Kann man ja auch mal machen. Und ja. Nee, das war ein, ich meine, der wichtige Teil ist ja, dass sie die Hackerin getötet haben. Vielleicht eher aus Rache als, ich meine, sie hat ja nicht wirklich zu befürchten, dass sie die vielleicht fertig macht. Na gut, okay, ich hätte es vielleicht auch gemacht, die dann noch gejagt und so, aber jetzt ist es auf jeden Fall Geschichte. Und damit irgendwie auch der ganze Billy-Part endgültig abgehakt, ja, kann man schon sagen. Und dann kann man sich bald um Carbans persönliche Sachen kümmern, auch noch in der Staffel. Weil ich denke, dass das irgendwie ganz gut zusammenpasst. So eine Staffel mit ganz viel persönlichen Krams. Genau. Die Musik ist von German Shepherd, Great Style Album, Russian Style Lied. Und für alle rechtlichen Fragen ist diese Videobeschreibung ganz passabel. Juti, bis zum nächsten Mal.